Sparta Lacedaemon. Allo, allo, issi Sparta. Sparta calling. Hallo, hallo. Hier ist der klassische Bundessender Sparta. Die Kurz- und Langwellensysteme der Höhenstation Olympos sowie die angeschlossenen Sendegesellschaften nördlicher von Barbaren besiedelter Zonen. Vom Tempel des großen Jupiter zu Sparta bringen wir eine Übertragung der Feierlichkeiten anlässlich des heutigen Adonisfestes, an welchem auch alle Bundesfürsten aus Griechenland teilnehmen. Das Fest steht unter dem hohen Protektorat der Königin im Olymp und überall auf Erden gerühmt als die schöne Helena. Sprecher und Leiter der Reportage bin ich, Merkur, der Götterbote, zugleich Gott der Kaufleute und Diebe, zuständigkeitshalber und in Anbetracht der besonderen propagandistischen Zwecke vom Göttervater und Olympischen Rat mit der Abteilung Zeitgeschehen des Olympischen Rundfunksystems betraut. Meine Hörer über drei Jahrtausende hinweg, späteste Nachkommen der Sterblichen unserer klassischen Gefilde, Leid, Ohr, Herz und Verstand den Geschehnissen, die sich nun abspielen und an denen ihr, auf Beschluss der unsterblichen Götter, durch meine Übertragung teilnehmen sollt, auf dass ihr reicher werdet an Wahrheit, Wissen und Erfahrung. Blumen, Blumen, nichts als Blumen. Eine einzige Amphore mit gewässertem Wein, drei Käse und eine krepierte Taube. Das stinkt zum Himmel. Wir feiern heute das Adonisfest, Großaugur. Hm. Für diesen Tag sind Blumenspenden in Sparta in Mode gekommen. Kann ich aus den Eingeweiden einer Rose weissagen? Soll ich durch die Blume orakeln? Armselige Gaben, jämmerliches Geschäft. Wo sind die guten alten Tage der Hammelrücken und Filets? Wo die Zeiten, da eine mächtige Priesterschaft von einem frommen Volke reiche Gaben empfing, um in demütiger Selbstverleugnung sich mit dem vergänglichen Fleische und Fett zu begnügen? Das Dauerbare, feste aber, die Knochen auf dem Altar der Götter niederzulegen. Oh. Ja, ja. Götter, Götter, mit den Göttern ist's aus. Einige haben noch ganz guten Zuspruch. Zum Beispiel die Venus. Kunststück. Solcher Reklame wie diese Geschichte mit dem Apfel. Aber unser armer, alter Jupiter, der Götter- und Menschenvater, kommt immer mehr auf den Hund. Oh, Popoi!
Ein paar lumpige Blumen, das ist alles, was man für ihn noch übrig hat. Aber was hilft's? Wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Lass die Opfergaben hineintragen. Ja, großer. Philokomus, diese Blumen bringe der jungen Flötenspielerin mit den dicken Backen. Ja, ja. An der roten Verkehrsampel. Ja, ja, ja. Und den Rosenstrauß trage zu der kleinen Lelia vom Chor. Ah, oh, die dicht beim Bacchus-Tempel wohnt. Ja, ich weiß, ich weiß. Sag ihr, sie soll mal rantanzen nach dem Essen zum kleinen Nachmittagsopfer. Ja, ja. Sie ja. weiß schon, ne? Ja, 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 ja. Was ist mit unserer Donnermaschine? Jo. Ich brauche das Ding heute notwendig. Es wird ein heißer Tag werden. Zuerst das Adonisfest unter dem Protektorat unserer reizenden Königin, dann diese Versammlung der Könige und... Und dann noch dieser alberne Dichter- und Denkerwettstein. Zu einem solchen Tag gehört natürlich ein Orakel. Und ein Orakel ohne Donner ist gar nichts. Ja. Der Schmied hat das Blech bereits repariert und wartet. Ja. Hey, Eutykles! Ah, Eutykles! Gut, dass du endlich da bist. Verzeihung, großer Augur. Ich konnte die Reparatur nicht früher durchführen. Ich hatte eine dringende Arbeit für Achilles. Und Sie wissen ja selbst, das ist ein Heißsporn, mit dem man nicht gern zusammenarbeitet. Ja, 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 ich weiß. Ein Panzerstiefel für seine Ferse, um die er fortwährend Angst hat. Ja, richtig, weil die Ferse die einzige verwundbare Stelle an seinem Körper ist. Ja. Übrigens habe ich viel Arbeit mit Ihrem Donner gehabt. Der war vollständig verstimmt. Sie müssen wie verrückt darauf gepaukt haben. Na, Klappern gehört zum Handwerk. Und das Volk ist heutzutage an starke Instrumentation gewöhnt. Geht die Maschine jetzt gut? Bitte, überzeugen Sie sich selbst. Donnerwetter, hör auf! Sonst glaubt das Volk am Ende Jupiter selbst, donnere. Man muss sparsam umgehen mit solchen Knalleffekten. Bringe die Maschine an ihren Platz und du, Philokomus, pass auf, wenn ich den Einsatz gebe. Die Klageweiber kommen. Kommt, 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 kommt! Klageweiber auf nüchternen Magen kann ich mir nicht antun. Göttin, o schenke uns einen Weg.
gib uns Liebe zurück, sie allein nun ist Glück. Gib uns Liebe zurück, sie allein nur ist Glück. Großaugur des Jupiter? Erhabene Tochter der Leda, womit kann ich dienen? Mich quälen in den letzten Tagen wieder meine unruhigen Träume. Die Geschichte vom Berge Ida geht mir nicht aus dem Kopf. Ah. Der geheimnisvolle Wald, die drei Göttinnen, der Apfel des kritischen Schäfers. Oh, dieser Apfel. Ah, der Apfel, der Apfel. Ob es wohl wahr ist, dass Venus dem jungen Schäfer die Liebe der schönsten Frau der Welt versprochen hat? Dixi et animam salvator. Es steht in der amtlichen Orakelzeitung, Amtsverkündigungsblatt 743, Absatz 17, welche in Delphi erscheint. Doch die schönste Frau der Welt? Ist ohne Zweifel Fürstin Helena. Oh, still davon, still, denn wenn es wahr wäre... Das verstehe ich nicht, wenn es wahr wäre. Oh, entsetzlich, ewig sie, immer sie. Sie wer? Die Hand des Verhängnisses, welche immer auf mir liegt. Ach, die... Ganz Griechenland kennt die unfreiwilligen Verirrungen meiner Jugend. Du weißt, dass ich nach manchem Schiffbruch das Schiff meiner Leidenschaften in den ruhigen Hafen der Ehe zu lenken mich verpflichtet fühlte. Der Ehe mit... Menelaus? Ja, mit Menelaus. Oh, Popo. Einen guten, ausgezeichneten Fürsten. Ich habe mir alle erdenkliche Mühe gegeben, ihn zu lieben, aber es geht nicht. Ja, was nicht geht, das geht nicht. Es geht wahrhaftig nicht. Wenn ich daran denke, dass Venus jenem Schäfer die Liebe der schönsten Frau der Welt versprochen hat und dass ich wahrscheinlich... Nein, 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 ganz gewiss. Was soll denn aus dem armen, guten Menelaus werden? Tja, aber wenn Venus befiehlt... Und das hieß es ja eben, was ich die Hand des Verhängnisses nannte. Ach so, ja, ja, freilich. Noblesse oblige. Ich komme wieder mal in Misskredit. Die Leute werden mich flatterhaft nennen, aber das Flattern liegt nun mal in unserer Familie. Schließlich ist Leda meine Mutter und ich habe einen Vogel zum Vater. Was kommt denn da wieder für eine Prozession? Klageweiber. Ah, Lustweiber. Und Popoi. Und der junge Prinz Orest. Mein Neffe. Treten Sie lieber in den Tümpel, Majestät, den Tempel, Majestät. Oh, reizende Kleider. Wo diese Dämchen doch den Geschmack und das Geld hernehmen. Im Labyrinth der freundlichen Hallen hab ich soupiert die ganze Nacht mit diesen Damen, sagt mir vor allen, sind sie nicht eine wahre Pracht? Partin ist hier, yeah. Laena dort, wollen dich sehen, du alter Sünder. Tut mir recht leid, doch ich muss fort, ach, das sind allerliebste Kinder. Patin ist hier, Laena dort. Patin ist hier, Laena dort. Patin ist hier, Laena dort, ach, das sind allerliebste Kinder. Sing, la, la, la. Oh, ja, Kifferli, Kifferli, oh, la, la. Sing, la, la, sing, la, la. Oh, ja, Kifferli, Kifferli, oh, la, la. Sing, la, la, sing, la, la. Oh, ja, Kifferli, oh, ja, oh, la, la. Sing, la, la, sing, la, la. Aus dem Champagner, den wir verzehren, schenkt Agamemnons Vater Hand. Der gibt uns willig, was wir begehren, zahlen muss alles Griechenland. Ah, ja. Wer fragt danach, was liegt daran, machen wir auch ein wenig Schulden. Sie haben recht, im Budget steht dann für geheime Erfordernisse 20.000 Gulden. Wer fragt danach, was liegt daran? Wer fragt danach, was liegt daran? Wer fragt danach, was liegt daran, an Lumpke 20.000 Gulden? Sing, la, la, euer Kefali, Kefali, oh, la, la. Sing, la, la, sing, la, la. Euer Kefali, Kefali, oh, la, la. Sing, la, la, sing, la, la. Euer Kefali, euer, oh, la, la. Sing, la, la, sing, la, la. Euer Kefali, Kefali, oh, la, la. Sing, la, la, sing, la, la. Euer Kefali, Kefali, oh, la, la. Sing, la, la, sing, la, la. Euer Kefali, oh, la, la.
Also, meine Damen, Sie haben gewünscht, den großen Kalchas kennenzulernen. Hier ist er, der hochwürdige Großaugur, das offizielle Orakel von Sparta. Nein, meine Damen, was heißt hier Tsinglala? Hier ist doch kein Ort für Tsinglala. Hier ist die Stätte innerer Einkehr. Aber wir wollen ja bei dir einkehren, Onkelchen. Ja. Pardon. Nein, Onkelchen bin ich nur in meinem Privatleben. Meine Damen, hier muss ich Opfer bringen. Ja, hier bin ich ausschließlich sehr. Ja, aber die Damen wollen ja deinen Tempel besehen, Onkelchen. Nein, unmöglich. Zurück, meine Damen, zurück, bitte. Zur heutigen Feier können leider nur Damen des Hofes zugelassen werden. Wir gehören doch zum Hofe. Wir sind doch die Prinzenerzieherinnen, nicht wahr, Orest? Ja, gewiss, Onkelchen. Meine Damen. Sie machen mich schwach, meine Damen. Also, in Jupiters Namen, eine kurze Besichtigung. Oh! Zingala, Zingala, euer Gefälle, Gefälle, olala, Zingala, Zingala, euer Gefälle, Gefälle, olala, Zingala. Tsinglala, Tsinglala. Und das ist nun ein Sohn des großen Agamemnon. Aber recht hat er. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich auch Lebemann geworden. Naja, die Vorsehung hat es nicht gewollt. Also, gehen wir opfern. Sind Sie der Augur dieses Tempels? Großaugur. Ich nenne mich Kalchas. Habe leider ein dringend notwendiges Opfer. Das Opfer hat Zeit. Meine Angelegenheit ist dringender. Opopoi, was wollen Sie von mir? Etwa sich wahrsagen oder die Karten legen lassen? Gehen Sie hinein in die Vorstadt, da gibt's kleine Orakel für Schafhirten. Ich bin das Orakel für die Regierung und die oberen 10.000. Glauben Sie etwa, ich kann mich vom ersten besten Schafshirten stören lassen? Ich bin der Schäfer vom Berge Ida. Was? Ida? Schäfer? Junger Mann, du bist der Schäfer? Bist du der Schäfer? Er ist der Schäfer. Nein, der Schäfer ist da. Hat dir die erhabene Venus verkündet, weshalb ich nach Sparta komme? Aber selbstverständlich, wegen dieser Apfelsache. Der arme Menelaus. Es wird einen furchtbaren Skandal geben zu allen innerpolitischen Schwierigkeiten, auch noch Eheirrungen im Herrscherhaus. Denn dazu kommt es doch. Aber sage mal, du hast sie gesehen, die Schaumgeborene auf dem Berge Ida. Hast du sie gesehen? Ein wenig. Du kleiner Schäker, du... Man erzählt sich doch, dass die Göttliche dabei nur mit ihrem Teint bekleidet war. Wie war der Eindruck? Unbeschreiblich. Oh, schade. Ach, du hast also gesehen, was noch keinem Sterblichen vergönnt war. Wie bist du nur in die ganze Angelegenheit hineingeraten? Erzähle. Auf dem Berge Ida mitten im Gehölze licht und frei weilten drei Göttinnen und stritten, welche wohl die schönste sei. Um zu gefallen einem hübschen jungen Mann. Wenden die himmlischen auf seltsame Mittel an, wenden sie seltsame Mittel an. Als sie sich dem Wald zuwenden
tritt ein schöner Mann heraus. Einen Apfel in den Händen, Freundchen, mal das Bild ihr aus. Ah, holder Jüngling ohne Gleichen, willst du uns ein Stündchen Wein? Diesen Apfel sollst du reichen, jetzt der schönsten von uns rein. Hü, um zu gefallen einem hübschen jungen Mann. Hü, wenden die himmlischen auf seltsame Mittel an, wenden sie seltsame Mittel an. Und die erste lispelt leise mit entzückend reinem Ton. Bin Minerva keusch und weise, meine Tugend sei dein Lohn. Evo, die Götter wenden oft gar seltsame Mittel an. Und die zweite stolz gebühret in der Folge von dem Pfau, sprach der Apfel mir gebühret im Olymp der schönsten Frau. Ewohe, um zu gefallen einem hübschen jungen Mann, wenden sie seltsame Mittel an. Und die dritte, ach die dritte, stand daneben und blieb stumm. Ihr muss ich den Apfel geben, Kalchas, du weißt wohl warum. Ewohe, um zu gefallen einem hübschen jungen Mann. Ewohe, wenden die himmlischen auf seltsame Mittel an, wenden sie seltsame Mittel an. Opopoi. Und jetzt kommst du nach Sparta, um deine Belohnung einzukassieren, die schönste Frau der Welt. Helena, sprich mir von ihr. Wie ist sie? Wie sieht sie aus? Sie ist schön und geistreich. Sie teilt sich das ein, weißt du? Bei Tag ist sie geistreich, bei Nacht schön. Sehr schön. Aber sie ist ja verheiratet. So einfach wird das alles nicht gehen. Ich sehe ungeheure Schwierigkeiten sich auftürmen. Sind Sie musikalisch? Nicht, dass ich wüsste, Hoheit. Was halten Sie von moderner Musik? Viel, Hoheit. Ungeheuer viel. Prinz, mein Orakel, mein Donnerblech und ich selbst stehen ganz zu deiner Verfügung. Ich werde dich sogleich der Königin vorstellen. Aber ohne ihr zu sagen, wer ich bin. Kalchas! Erhabene Fürstin. Wer ist dieser nette junge Mann? Ein Unbekannter. Ein Fremdling. Zwar weiß ich nicht, wes Rangs und Stands er sei, doch könnten seine geistdurchstrahlten Mienen ein stolzeres Bild, ja, ich bekenne es frei, ist nimmer meinem schönsten Traum erschienen. Hoheit, geruhen in gebundener Rede zu sprechen. So, sprach ich in gebundener Rede? Ich weiß es nicht. Meine Gedanken, meine Empfindungen sind so ungebunden. Sein Stand? Schäfer. Glückliche Schäferinnen. Sollte es wirklich ein echter Schäfer sein? Ja, gewiss weiß ich es nicht. Wollt ihr ihn nicht selbst höchst eigenhändig befragen? Das ist ein guter Einfall. Ja, Kalchas, die Götter sprechen durch deinen Mund. Ich will ihn befragen. Lasst uns allein. Opopoi. Opopoi. Also das ist das Weib, dessen Liebe mir Venus versprochen hat. Venus hat einen guten Geschmack. Dank dir, Venus. Schöner Jüngling. Erhabene Fürstin. Sprich, bist du wirklich nur ein Sterblicher?
Man hat Beispiele, dass es den Göttern gefallen hat, in irgendeiner angenommenen Gestalt vor unseren Augen zu erscheinen. Ich bin nur ein Sterblicher und ohne jegliche Verkleidung. Dies ist mein Sonntagsrock. Unglaublich. Und ein Schäfer? Ein Schäfer. Ein schöner Schäfer ist doch etwas sehr Schönes. Was führt dich hierher? Man hat mir von einem Wettstreit erzählt, der hier stattfinden soll. Da bin ich hergekommen in der Hoffnung, mich einigermaßen auszuzeichnen. Durch deine Schönheit? Nein, durch meinen Geist und meine Bildung. Bleiben wir bei deiner Schönheit. Ich würde dir so etwas nicht sagen, wenn du nicht eben nur ein Schäfer wärst. Aber so hat das weiter nichts zu bedeuten. Du bist in der Tat verteufelt schön. Majestät, ich muss leider trennen. Fassen Sie sich kurz. Die Könige kommen zur Festversammlung. Wir müssen scheiden. Oh, könnte ich dich wiedersehen? Oh, ihr werdet mich wiedersehen. Im Kriege, Jaxel, im Krieg, mein Herz ist hart wie Wachs. Mein Herz ist hart wie Wachs. Die Feinde stracks ich besiege, stracks ich besiege, stracks ich besieg, bin mutig wie ein Dachs. Ist mutig wie ein Dachs. Doch einer nicht richten mag's, drum heißen wir die zwei Ajax. Ich bin Ajax, im Kriege, Jaxel, im Kriege, Jaxel, im Krieg, mein Herz ist hart wie Wachs, bin mutig wie ein Dachs, zwei ein Dachs, ein Kriege, Dachs, ein Kriege, ein Dachs, 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 ein Dachs. Achill, voll Mut und voll Hitze, Mut und voll Hitze, Mut und voll Hitz, sich nicht zu fürchten braucht. Sich nicht zu fürchten braucht. Der Feinde blutig verspritze, blutig verspritze, blutig verspritz, weil ich in Stücks getaucht. Weil er in Stücks getaucht. Für mich gibt's nur ein Malheur, das kommt von meiner Ferse her. Achill, voll Mut und voll Hitze, Mut und voll Hitze, Mut und voll Hitze, sich nicht zu fürchten braucht, weil er in Stücks getaucht. Achill, voll Mut und voll Hitze, sich nicht zu fürchten braucht, weil er in Stücks getaucht. Er heißt Agamemnon. Agamemnon. Und wer die Mythologie studiert hat, weiß es schon. Er weiß es schon. Kommt man nicht zusammen aus, schick ich den Bundestag nach Haus. Ein König tritt oder sieht, er tritt oder sieht, er tritt oder sieht. Er heißt Agamemnon. Agamemnon. Menelaus, du musst jetzt sprechen. Menelaus! Menelaus, erwache! Menelaus, erwache! Schon wieder? Was ist denn? Was murmelt das Volk? Kalchas, die murmeln. Majestät, das ist das Murmeln der Erwartung. Nein, ich kenne das.
Das letzte Erwachen hat auch mit Murmeln angefangen. Erst murmeln sie und dann, das ist typisch. Menelaus, du musst jetzt singen. Aber ich kann doch gar nicht singen. Los, los, fang endlich an. Ja, na schön. Bin Menelaus. Majestät, falsch, falsch, Majestät. Naja, ich bin Menelaus, der gute Laus, der gute Laus, so gut der Mann von Helena. Der Mann von Helena. Mir ward oft grauslich zumute, grauslich zumute, grauslich zumut, betrogen ward ich ja. Betrogen ward er ja. Zieh ich mich einst vom Thron zurück, wird Sparta sicher Republik. Bin Menelaus, der gute Laus, der gute Laus, so gut der Mann von Helena, betrogen ward ich ja. Sie ist Menelaus, der gute Laus, so gut der Mann von Helena. Sie ist Menelaus, der gute Laus, so gut der Mann von Helena. Eine Minute zu beginnen. Was ist denn? Ach so. Wir beginnen, ohne eine Minute zu verlieren. Es spricht der König der Könige, Agamemnon von Mykene. Unvergleichliche Helena, großer Menelaus. Oh, bin ich gewachsen? Beherrscher dieser Stadt, verbündete Heerführer und glorreiche Könige aller umliegenden Sektoren. Hold von Griechenland, wir haben den Göttern gnädig vom hohen Olymp herabschauen auf unsere stattliche Versammlung, die uns am heutigen Adonisfest hier in Sparta vereint und unsere dargebrachten Opfer mit Wohlgefallen annehmen. Es handelt sich heute nicht um einen unserer gewöhnlichen Wettkämpfe. Dieser Tag ist ausschließlich der Intelligenz gewidmet. Körperlich kräftige Männer besitzt Griechenland genug. Was uns aber fehlt, ist die geistige Kraft. Das ist es ja, das ist es. Griechenland verdummt. Griechenland geht wissenschaftlich zurück. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, spätere Geschlechter sollen nicht nur den Olympiastadion unserer gedenken, sondern auch das Provinzialschulkollegium muss einen Lesestoff für seine Gymnasien haben. Um dieser historischen Aufgabe willen haben wir diesen Wettstreit eingerichtet. Könige, Dichter, Schafhirten. Schafhirten? Wo ist er denn? Was hast du, meinst du? Und nichts. Na, dann setz dich bitte wieder hin, mein Goldstück. Könige, Dichter, Schafhirten, Kreti und Pleti sind aufgefordert, sich an dieser Olympiade des Geistes zu beteiligen. Der Kampf geht um die Lösung von zwei schwierigen Aufgaben. Der Sieger erhält von der Hand der Fürstin einen Lorbeerkranz. Anfangs hatten wir an einen goldenen gedacht. Aber Männer von Geist sind mit Lorbeer hinreichend belohnt. Sehr gut. Ja. Und nun, ihr Herren, auf zum Kampf um den bescheidenen und doch ruhmreichen Preis. Völker Griechenlands, vernehmt das Rätsel!
Kalchas öffnet das Siegel und du, Menelaus, lies es gütigst vor. Wie heißt der Tag, den wenige schätzen im ganzen weiten Griechenland? Er ist, ich möchte ihn nicht verletzen, am meisten noch der Nacht verwandt. Zu schwach als Schutzwehr vor dem Bösen, ist für das Gute er zu klein, und wer es vermag, ihn aufzulösen, der wird eins, was? Hellas Retter sein. So, ihr Ritter vom Geist, auf zum Wettkampf! Wer meldet sich zum Wort? Achilles! Der Freitag! Nee, der blaue Montag! Der Nachtwächter! Sehr gut. Ich glaube, der hat es geraten. Nein, noch keiner traf das Ziel. Da ist er. Wer denn? Seht ihr ihn nicht? Wen? Den jungen Schäfer? Was suchst du denn hier, mein Sohn? Ich suche nichts. Ich habe gefunden. Was denn? Des Rätsels Lösung. Ob's wahr ist. Ist erlaubt, mich vorzustellen. Ich nenne mich Prinz Paris. Das ist dir wirklich sehr von Nutzen, dass du ein Mann von Rang und Stand, denn sie, die Königin, tät sich beschmutzen, würde ein gemeiner Hirt gekrönt von ihrer Hand, von ihrer Hand. Nun setz ihm auf die Krone. O Seligkeit und Wunder! Höflich ein,
dass ihr mir die Ehre erweiset, heute Abend unser Gast zu sein. Um 7 Uhr wird gespeiset, um 7 wird die Suppe aufgetragen. O Tochter Jupiters, vergessen wir dies nicht, um 7 komm ich im Griechenfrack, des ich's gebührt. Das hat sich gar nicht schlecht gemacht. Ich wär's zufrieden, lieber Kaltes, glaube mir. Hätt ich den Gatten nur schon draußen vor der Tür. Ich wär's zufrieden, auf mein Wort, wär nur der Gatte auch schon fort. Na ja, das mach ich schon. Und fürstlich sei dein Lohn. Philopomus, jetzt die Wacht! Zu den Zehen durchzuckt mich elektrisches Licht, mich umsäuselt melodisches Wehen. Hört, was er spricht, Kreta. Warum soll ich denn grad nach Kreta? Du rasch, mein Freund, rasch nach Kreta. Ach, lieber Kalchas, tausend Was Tag. Teufel mach ich denn in Kreta? Fort nach Kreta, 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 Come on.
Wir melden uns jetzt aus dem königlichen Palast. Venus mit heißen Liebesflammen entzündet das Herz im Nu. Venus mit heißen Liebesflammen entzündet das Herz im Nu. Eine jede von den Damen hat fast täglich Rendezvous. Wollt ihr Gatte sie verdammen, rufen wir ihm lachend zu. Ha! 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 Fort nach Kreta, fort nach Kreta, fort nach Kreta mit dem Tropf. Dort in Kreta setzt man ihm zurecht den Kopf. Fort nach Kreta, fort nach Kreta, fort nach Kreta mit dem Tropf. Dort in Kreta setzt man ihm zurecht den Kopf. Agamemnon mir so teuer ist schon der Verzweiflung nah. Selbst Agamemnon ihm so teuer ist schon der Verzweiflung nah. Für das tolle Liebesfeuer ist dann keine Hilfe da. Höre ich die alte Leier, sag ich lächelnd dem Papa. Ah, 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 ah. Fort nach Kreta, fort nach Kreta mit dem Tropf. Dort in Kreta setzt man ihm zurecht den Kopf. Fort nach Kreta, fort nach Kreta, fort nach Kreta mit dem Tropf. Dort in Kreta setzt man ihm zurecht den Kopf. Was soll aus dieser Jugend werden? Opopoi, Dingen. Und ich? Orakel und Donner haben ihre Schuldigkeit getan. Menelaus ist nach Kreta abgereist. Das hätten wir geschafft. Aber Helena, wer hätte das vorausgesehen? Sie weigert sich standhaft, den Prinzen zu empfangen. Götter, was wird aus eurem unerforschlichen Ratschluss, was wird aus der ganzen Mythologie? Opopoi. Die Sagen des klassischen Altertums können doch unmöglich rückgängig gemacht werden. Ich muss bei der Königin vorstellig werden. Kann mich die Königin empfangen? Der Großaugur. Na, er soll kommen. Vergiss nicht, Königin, dass du noch im Bad bist. Kalchas hat keine Augen für irdische Erscheinungen. Opopoi. Ich schaue dich freudig an. Vergib, o Königin. Was denn? Dass ich dich so sehe. Och, ihr Männer habt ein unglaubliches Geschick, jede Situation verfänglich zu machen. Wenn du deine Augen nicht verhüllt hättest, würde niemand bemerkt haben, dass ich unverhüllt bin. Mein Zeus, du hast recht, Königin. Ich bin Priester und sehe nicht mit den Augen eines Sterblichen. Was hast du denn? Ich habe meine Sterblichkeit unterschätzt. Also, was führt dich zu mir, Großaugur? Die Sorge um dein Schicksal. Mein Schicksal? Wirklich, ich mache mir Sorgen, Königin. Venus zürnt dir, weil du dich weigerst, ihren Schützling zu empfangen. Welchen Schützling? Oh, welchen Schützling? Den Prinzen Paris. Oh, ich kann unmöglich alle Schützlinge der Venus empfangen. Du bist doch sonst so empfänglich, Königin. Du weißt ganz genau, wozu der junge Mann nach Sparta kam. Ja, ohne Frage. Seine Absichten sind so unverhüllt. Wie du, o Königin. Oh, meinen Mantel mach es. Opopoi. Da bin ich. Warum bist du so aufgeregt? Aufgeregt. Wenn du Paris nicht empfängst, zertrümmert er uns noch die Burg. Er ist ein Naturkind, das seinem Temperament die Zügel schießen lässt. Wunderbar, er liebt mich. Aber ich will ihn nicht sehen. Ich will lieber schlafen gehen. Das geht nicht. Vergib mir,
dass ich dich in meiner amtlichen Eigenschaft als Großaugur noch einmal ausdrücklich auf den Willen der großen Venus aufmerksam mache. Die Götter wollen nichts Unvernünftiges, wenigstens nicht in den meisten Fällen. Venus versprach ihm meine Liebe. So ist es, o Königin. Ich weiß, Venus hat sich diese Perfidie ausgedacht, aber ich werde mich wehren, auch gegen mein Schicksal. Des Gatten Ehre zu bewahren, ist braver Frauen höchste Pflicht. Doch lauern überall Gefahren, ausweichen kann man öfters nicht. Die Mutter fühlte nur Erbarmen. Es flog ein Schwan verfolgt herbei, er suchte Schutz in ihren Armen. Wer dachte Böses wohl dabei? Wer dachte Böses wohl dabei. Was doch das Herz Aphrodites bewegt, dass sie der Tugend nur Fallstricke legt. Was doch das Herz Aphrodites bewegt, dass sie der Tugend nur Fallstricke legt. Mein Busen ist erfüllt von Grimme, die Schönheit ist ein Unglück doch. Die Menschen wollen nur das Schlimme, die Götter sind viel ärger noch. Im Kampfe muss ich bald ermatten, weil ich nicht widerstehen kann. Und werd ich untreu bei dem Schuld daran, ist das Verhängnis schuld daran. Was doch das Herz Aphrodites bewegt, dass sie der Tugend nur Fallstricke legt. Was doch das Herz Aphrodites bewegt, dass sie der Tugend nur Fallstricke legt. Kalchas? Königin. Bleiben Sie doch noch einen Augenblick. Bacchis, du sorgst dafür, dass auf der Terrasse Wachen aufgestellt werden. Ich brauche Ruhe. Sehr wohl, Madame. Oder besser, lass die Wachen verdoppeln. Ich brauche sehr viel Ruhe. Jawohl, Madame. Majestät braucht Ruhe. Kalchas ganz unter uns, ich brauche wirklich Ruhe. Eben. Diese Sache mit Paris ist irrsinnig aufregend. Stell dir vor, er war heute bei mir. Da, wo du jetzt bist, hat er gesessen. Ich liebe ihn. Ich habe ihn rausgeworfen. Ja, Mut, Königin, Mut. Die Götter werden dir beistehen. Die Götter? Die wollen ja gerade mein Verderben. Ist da noch etwas zu verderben? Was erlaubst du dir? In dieser Angelegenheit meine ich. Jedenfalls, wenn du jetzt nicht deine Nerven behältst, sehe ich als Hellseher schwarz. Ach, ich will mich nun wirklich zurückziehen und versuchen, bald zu schlafen. Bitte die Götter, sie sollen mir angenehme Träume schicken. Ach, wenn doch er mir im Traum erschiene. Menelaus? Nein. Ah, der andere? Mhm. Im Traum, nur im Traum möchte ich ihn erleben, diesen Paris, den ich fliehe und den ich anbete. Diesen Traum sollen mir die Götter schicken. Kalchas, du musst mir dazu verhelfen. Sonst komme ich nie mehr zu dir in den Tempel. Immer diese Drohungen mit dem Austritt. Kalchas. Na ja, das ist aber sehr, sehr schwierig. Aber das ist doch für dich eine Kleinigkeit. Diesen Traum, bitte, Kalchas, diesen Traum. Da stehe ich nun mit meinem Talent. Arme, kleine Frau. Eigentlich ist sie doch nett. Furchtbar nett. Wahrscheinlich schläft sie jetzt. Ach, ich will ein bisschen frische Luft schnappen gehen. Oh, still! Was wollen Sie denn hier?
Hier sind die Gemächer der Königin. Still, sonst wacht sie auf. Opopoi, Prinz Paris. Als Wache verkleidet, kommen Sie vom Maskenball? Das ist nur eine List. Mach, dass du fortkommst. Ich kann dich hier jetzt wahrhaftig nicht gebrauchen. Opopoi. Dank dir, große Venus. Dank für deinen Schutz. Sie schläft. Wie schön sie ist. Helena. Helena. Lassen Sie das. Sie spricht im Schlaf. Helena. Ich will keine Konversation. Ich bin es, Helena. Prinz Paris. Paris, bei mir? Ich träume. Oh, ich träume so schön. Oh, Kalchas, du hast diesen Traum von den Göttern für mich erbeten. Ja, ein Traum, schön und wild. Mein Herz zu erweichen, nicht so streng wie du, hielt sie auf Etikette. Ach ja, du meinst... Jawohl! Ihre Toilette. Die Reize so himmlische. Oh, schöne Helena, an
nur ein Traum ist. Da ist doch nur ein Traum ist, sei der Versuch gemacht. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Von lieb und himmlischer Höllenzücke, wie ihm die Götter. Nicht ausgedacht. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Nun denn, antworte schnell. O Helena, wie sag ich dies Wort? Und doch. Was denn? Nun, ich muss ihr geschehen an jener Stelle. Auf Wiedersehen. Kurz, kurz, sie entzückte mich. So ist denn Venus schöner für dich? Nein. So ist denn Venus schöner für dich? Nein, doch Schönheit kalt wie Eis erringt noch nicht den Preis. Die Königin der Liebe, sie kennt die süßen Trieb. Sie spendet ihres Lust in die irdische Brust. Als sie mich gesehen, beben vor ihr stehen, gab sie mir zum Gruß einen Kuss. Ja! Es ist doch eigentlich sehr komisch, dass meine Frau mich nicht hört. Ach so, vielleicht träumt sie von mir. Helena! Helena! Lenchen! Ich bin da! Wer ist da? Ich bin's, Menenos. Ja, bist du denn nicht in Kreta? Ja, hör auf mit Kreta. Entschuldige, was treibst du denn da? Ich klopfe, das hörst du doch.
2 Stunden klopfe ich schon an das Tor meines Hauses und niemand rührt sich. Naja, aber du warst doch auf dem Wege nach Kreta und bist umgekehrt. Ja. Also in deiner Situation wärst du geradezu verpflichtet gewesen, nicht umzukehren. Ja, wieso denn in meiner Situation? Hm? Nein, das war nämlich so. Ich war auf dem Weg zur Meeresküste und da traf ich plötzlich einen Eseltreiber mit einem Weinschlauch. Mhm. Naja, es war heiß. Mhm. Ja, es war furchtbar heiß. Mhm. Ja, ich kaufe mir diesen Weinschlauch und setze mich damit in den Schatten eines Ölbaums. Ja. Na, und wie ich so sitze, da kommt plötzlich ein zweiter Eseltreiber mit einem zweiten Weinschlauch. Mhm. Ja. Ich kaufe mir den zweiten Weinschlauch, setze mich damit unter einen zweiten Ölbaum. Ja, entschuldige bitte, vielleicht könnte man die Geschichte etwas abkürzen. Bitte. Unter wie viel Ölbäumen hast du gesessen? Moment. Das war ein kleiner Wald, ein Ölbaumwäldchen. Aha, ja. Ja. Na, und jetzt willst du also in dein Haus? Ja, jetzt. Ja, meine Frau hört mich nicht. Jetzt ist es. Ist doch eigentlich sehr merkwürdig, dass meine Frau mich nicht hört. Tja, das ist sehr verdächtig. Ja, das ist... Wieso verdächtig? Ja, ich habe da kürzlich mal in Athen einen Fall gehabt. Da hat auch ein Ehemann stundenlang an seine Haustür geklopft. Und wie er endlich ins Haus kommt und das Zimmer seiner Frau betritt, findet er sie bereits allein. Ja, wieso allein? Ja, so, ja. Bereits allein. Ja. Das war ein Glück für ihn, nicht? Ja. Weißt du, ich habe mir schon sehr oft den Kopf darüber zerbrochen, was ein Mann eigentlich tut, wenn er seine Frau nicht allein findet. Hm? Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, Möglichkeiten. Mhm. Naja, aber er kann doch nicht ins Zimmer treten und schreien, ha, Dirne, nicht? Das kann er doch. Kann er nicht, ist schlecht. Nein. Wir müssen doch beide umbringen. Ja, und das wäre dann also die romantische Lösung des Falles. Das ist mir zu romantisch. Hm. Naja, er könnte aber zum Beispiel auch ins Zimmer treten und sagen, nein, also wie unvorsichtig. Bedenke, wenn jetzt ein anderer hereingekommen wäre als ich. Oh, das ist sehr gut. Nicht wahr? Ja, das wäre dann die ironische Lösung des Problems. Ja, das wäre dann sehr ironisch. Aber Moment. Wenn er überhaupt nicht ins Zimmer tritt, solange der andere da ist? Ja, das wäre dann die moralische Lösung des Falles, nicht wahr? Ja. Also, wenn du einmal in eine ähnliche Lage kommen solltest... Meiner Frau? Ausgeschlossen. Aber das kann man ja nie wissen. Doch, mit wem habe ich denn eigentlich das Vergnügen? Ich bin Merkur, der Götterbote. Der Götter... Da bist du an den Falschen geraten. Ich glaube nicht an deine Existenz. Na, auf den Glauben an die Götter hat Hellas seine ganze Kultur aufgebaut. Ist schon möglich, aber wer interessiert sich schon für Kultur? Vielleicht ein paar Schriftsteller, ich nicht. Mhm. Würdest du an mich glauben, wenn ich dir das verschlossene Tor öffne? Ohne Schlüssel? No? Durch ein Wunder? Ja, das ist ja mein Ressort. Ich bin ja der Gott der Diebe und anderer Kaufleute. Nein, ein Wunder glaube ich nicht. Bitte, das Tor ist aufgeschlossen. Aufgeschlossen? Ausgeschlossen. Offen ist es, aber Wunder ist es keins. Es ist höchstens eine neue Errungenschaft der Technik. Ja, das sagt man dann immer. Übrigens, kannst du ruhig hineingehen. Ja, du wirst dein Wunder schon erleben. Wo bin ich denn hier? Der Himmelsrichtung nach ist da das Gemach meiner Frau. Naja, wenn wir hier Norden haben, natürlich, da liegt sie im Süden. Ja. Im Süden. Sie wird sehr überrascht sein, die Gute, dass ich so plötzlich nach Hause komme.
der Tisch, der... der Tisch. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich bin. Ah, hier ist das Öllämpchen. Einen Moment. Ist mir gleich. Was ist? Das ist diese griechische Streichholzindustrie mit ihrem Monopol. Das ist doch... Ah, doch, so. Hätte ich beinahe den Spiegel umgerannt. Ist entsetzlich, wie ich ausschaue. Ja, wenn man so aussieht, dann muss man ja gegen seine Frau misstrauisch werden. Ich... Ach was, ich werde sie überhaupt nicht wecken. Ich werde sie nur mit einem zärtlichen Blick umfangen und mich dann auch hier zur Ruhe begeben. Helena. Helena. Das Sofa wird verkauft. Mein Mann. So war es also doch kein Traum? Ein Traum? Meine Frau in den Armen eines fremden Mannes? Du bist nicht in Kreta, Menelaus? Fort mit dem Strolch. Wie konntest du mich so erschrecken? Das ist... Hast du eine gute Überfahrt gehabt? Nein. Du bist ein nettes Ländchen, dieses Kreta, hm? Ach, Prinz Paris. Sei doch ein bisschen nett zu ihm. Du bist doch sonst immer ein Liebhaber von Gästen. Ich bin ein Liebhaber von Gästen, aber kein Gastgeber von Liebhabern. Oh. Was haben Sie hier zu suchen? Meine zukünftige Frau. So. Und was haben Sie gefunden? Ihre vergangene Frau. Sie haben sich an meiner Frau vergangen? Sie. Das wird Ihnen aber vergehen. Ihr Vergehen. Hilfe! Hilfe! Halten Sie doch den Mund. Fällt mir gar nicht ein. Andere Ehemänner pflegen in solcher Lage doch... Ich bin aber kein anderer Ehemann. Ich bin ich. Aber Meneläuschen, schrei doch nicht so. Drüben sitzen doch die Könige noch beim Schmaus. Wenn du solchen Lärm machst, dann kommen sie am Ende hier. Desto besser. Hilfe! So warten Sie doch wenigstens einen Moment. Wieso? Ach so. Hilfe! Hilfe! Herbei! Herbei! Meine Frau in den Armen eines fremden Mannes. Herbei, ihr Fürsten alle, herbei! Nun wird sich zeigen, nun wird sich zeigen. In solchem Fall ist du zu schweigen. O Schicksalsfisch, o Schicksalsfisch, o Schicksalsfisch. Ich glaube gar, er leugnet doch, er leugnet, leugnet gar doch frech. Lasst uns jubeln, ihr frohen Zecher, Freude uns winkt. Freude uns winkt. Kranz mit Rosen die vollen Becher, singet und trinkt. Singet und trinkt. Lasst den Wein in Strömen fließen, Bacchus sei die Huldigung. Lasst uns lieben und genießen, denn man ist mein, mein Jung. Menelaus, ich bin zu Hause. Seht hier mein braves Weib mit dem Herrn bei der Nacht versammelt sich zu einem Stell dich ein. Wären lustig und froh, ihr sitzt beim Weinen. Hat sie mir so, hat sie mir so, hat sie mir so, hat sie mir so. Hat sie mir so die Erde bewacht, die Erde bewacht. Hat sie so, hat sie so, hat sie so, Ein wenig bist du
selber schuld. Ich wäre schuld? Ja, du bist schuld. Ja, du bist schuld. Ja, du bist schuld. Wie ich. Geduld. Ein wenig bist du selber schuld. Ich wäre schuld? Ja, du bist schuld. Ja, du bist schuld. Ja, du bist schuld. Wie ich. Ein Ehemann, der zum eigenen Herd von fernen Reisen heimgekehrt, die Vorsicht nicht vergessen mag, zu schreiben früher einen Tag, dann findet er zu jeder Zeit sein Weib auch zum Empfang bereit. Drum wird ein galanter Mann schon früher seine Ankunft an, schon früher seine Ankunft an. Muss ich später sie entführen, meine Herr, so steht's im Homer, ihr Herr, so steht's im Homer. Ach, das ist zu weg, man rennt das ständig weg, ach, das ist zu weg, man rennt das ständig weg. Dich der Schmach, mein Herz bleibt ewig dein, ja, ich folge dir nach. Entflieh ihre Wut, mir ist es nicht geheuer, sonst fließet das Blut des Jünglings, der mir teuer. Und kühn, jeglichem Sturme bei Paris ich bin. Wer wollte zagen, da Venus befiehlt? Bald wird sie schlagen, bald wird sie schlagen, die Schäferstunde Lust erfüllt. Hinweg, hinweg! Wer wollte zagen? Hinweg, hinweg! Nur keine Furcht! Hinweg, 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 hinweg! Oh! Schlagen dieses fernflammte Herz, fühle, 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 fühle,
Wille, 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 Galle, Wund und Schmerz. In Frieden, Euro, für Schwarz, der Schmerz und der Herz, und der Dach. Im Herzen mir toben Gefühle, Fühle, 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 in diesem Schreckensgewühle, Wille, 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 Wille. Im Herzen toben Gefühle, Fühle, 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 in diesem Schreckensgewühle, Wille, 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 der Sache. Ich verlange von dir nichts als eine kleine Erklärung. Mhm. Eine ganz kleine Erklärung. Helena, wie konntest du mein nur... Mein lieber Mann, die Schuld, sie liegt bei dir allein. Wieso? Man mischt sich nicht in anderer Leute Träume ein. Ja, zugegeben, ich hätte vielleicht nicht so unerwartet kommen sollen. Ich hätte dich vorher anrufen können oder wenigstens telegrafieren. Ach, es war also doch kein Traum. Nun, wenn du es so vortreibst, mit deinen Träumen, die keine sind, so muss ich meine Krone in der Hand halten, denn auf den Kopf kann ich sie gar nicht mehr setzen. Ach, du meinst wegen des Geweihs? Ja, das ist es ja eben. Mhm. Dazu ist man nun König geworden, dazu hat man geheiratet. Hast du schon einmal etwas von ehelichen Pflichten gehört? Ja, bist du dir denn gar keine Schuld bewusst? Ich schuldbewusst, du kannst es wagen, mich des Verbrechens anzuklagen. Mich, die noch nie verletzt der Ehre band, mich, die dem schönsten Prinzen widerstand.
aus dem Traum ihr wohl bescheret, dein vergaß ich denn noch nicht, und die Treue hab ich bewähret, streng erfüllet meine Pflicht. Als ich aus dem Traum erwachte, Achtung, hier ist der Bundessender Sparta mit dem olympischen Drahtfunksystem und den angeschlossenen ausländischen Rundfunkstationen. Ich melde mich jetzt von Nauplia. Nach der großen Aufregung und der überstürzten Abreise des Prinzen Paris haben sich die griechischen Fürsten sowie die Königin Helena und ihr Gefolge in dieses mondäne Modebad begeben, um am Strande des Ägäischen Meeres Ruhe, Sammlung und Erholung zu finden. Ich will darauf verzichten, Ihnen noch weitere Einzelheiten über den großen Skandal zu berichten, denn ich sehe auf der Kurpromenade drei Herren in einem scheinbar sehr nachdenklichen Gespräch kommen, und zwar König Agamemnon, König Menelaos und den Großaugur Kalchas. Ich will jetzt versuchen, mich mit meinem Mikrofon einzuschalten, damit Sie unauffällig Zeuge dieser gewiss interessanten Unterredung werden können. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Bedenke, Bruder Menelaos, wie die Dinge liegen. Es handelt sich um einen Befehl der Götter. Ja, ja. Du hast eine Frau. Ja, man verlangt sie von dir. Du gibst sie her? Das ist so einfach wie das Einmaleins. Ja. Und der Fürstin wäre damit auch ein großer Dienst erwiesen. Wieso? Sie liebt die Abwechslung. Naja, also, das ist alles ganz schön und gut. Aber ich habe ein anderes Mittel gefunden, den Zorn der Götter zu beschwichtigen. Ich bin leider überzeugt, dass dein Mittel nichts Nutz ist. Also jetzt passt mal auf. Ich habe bereits auf eigene Hand einen Schritt getan. Einen eigenhändigen Schritt? Ja, und zwar einen, worüber unser guter Kalchas bis an die Decke springen wird. Ich springe bei dem Kaliber. Doch. Ich habe nämlich eigenhändig nach Cythere geschrieben. Pass auf, wie sich Kalchas jetzt ärgern wird. Und gebeten, den Großaugur der Venus schleunigst hierher zu senden. Was? Noch ein Großaugur. Wir haben zwar Gewerbefreiheit, aber das... Siehst du, was habe ich gesagt? Siehst du, wie er springt? Wenn du genug gesprungen bist, dann beruhige dich. Du wirst einsehen, dass der Einfall meines Bruders gar nicht so übel ist. Jetzt zerspringt er so. Noch einen Großaugur. Das geht nicht. Und wann soll der Großaugur der Venus ankommen? Ja, ich erwarte ihn jeden Augenblick. Seht! Eine Galeere, ganz vom Gold, mit rosenfarbenen Segeln und auf dem Mast die Flagge von Cythere. Von Cythere? Hierher! Thank you.
Mutter Venus. Liebe Untertanen, wir alle wollen ihn kniend bitten, uns die Verzeihung der Götter zu erwirken. Ein solch Willkommen kann mir nicht gefallen. Das Schreien und das Lamentieren mag mir Pein. Der Chorgesang könnte lustiger und munterer sein. Drum wird der Göttin ihn vernehmen in Befehl. So wird der Göttin ihn vernehmen in Befehl. Nicht das Tanzen und Singen und immer für dir. Nicht das Tanzen und Singen und immer für dir. Nicht das Tanzen und Singen und immer für dir. Nicht das Tanzen und Singen und immer für dir. Die großen Auguren beraten. Mann, Mann, Mann. Schöne Manieren für einen Großaugur. Hast du Angst, Kollege, dass ich dir hier Konkurrenz mache? Nein, nein. Aber das Geschäft geht ohnehin so schlecht. Beruhige dich, Kollege. Ich komme nur wegen der Fürstin. Du wirst doch nicht glauben, dass ich mein gut gehendes Geschäft drüben aufgeben würde. Wie geht es denn hier? Ach, miserabel. Die vermaledeiten Blumen, dieses unreife Obst, Rosen, Pflaumen, vergiss mal nicht. Und da haben wir jetzt besser. Schinken, Salami, Zucker, Wein und viele andere gute Sachen. Ich will mich mal umsehen, ob ich nicht etwas für dich tun kann. Ja. Zeus mit dir, verehrungswürdigster Kollege. Heiko! Von Griechenland! Venus will euch vergeben. Oh. Unter einer Bedingung. König Menelaus muss einverstanden sein. Ja, bin ich. Ja, womit denn? Helena, die Königin von Sparta, muss eine kleine Reise machen. Ja, kann sie, aber ohne mich. Natürlich ohne dich. Sie soll mit mir nach Cythere fahren und dort im Tempel der Göttin 100 weiße Kühe opfern. Ja, einverstanden. Ich stelle die Kühe zur Verfügung und mein Volk muss die Helena bezahlen. Was? Ach so, na ja, also umgekehrt natürlich. Ja, die Kühe, die müsst ihr bezahlen.
Aber wovon denn, Majestät? Der ganze Etat ist doch verbraucht. Das macht doch nichts, dann erhöhen wir wieder einmal unsere Verkehrssteuer. Sei ruhig, mein Volk. Ihr müsst sowieso alles bezahlen. Aber wird Helena auch einverstanden sein? Verlass dich drauf. Was ich anordne, das geschieht. Das tut sie. Die Königin. Sie kommt, sie selber, Harfenist, sie so schön, oh Schmerz, so beklommen und bang, sie zu sehen. Sie bekommt sich selber, Harfenist, sie so schön, oh Gott, wie sie schön ist, selbst in ihrem Schmerz. Welch Laute habe ich vernommen, ach, wo hörte ich sie nur? Hier steht der Venus-Großagur, seine Göttin befiehlt, nach Cythere sollst du kommen. Den Zorn der holden Venus versöhnet dieser Schritt. Sie versöhnt dieser Schritt. Wir alle kommt von dir, ach, verschone mich damit. Ich selber sprich mit dir. Das wird ihm wenig nützen, scheinet mir. Welch Mittel gäb es noch, sie zu beruhigen noch? So hör durch meinen Mund, tut ihr die Göttin kund. Ja, ich selbst komm von Cythere, deinen Parisie in mir. Was hör ich? Willst du meinen Wunsch gewähren, steig zu Schiff und folge mir. Durch Ehr und Pflicht bin ich gebunden. Ich will es so, gehorch im Nu. Es sind ja nur fünf kleine Stunden. Aber mein Verhängnis ruft mir zu. Gehorsam beweise, nur schnell. Geh hin, all, wo dich Cythere längst erwartet schon. Ja, längst erwartet schon. Besteige froh die Galeere. Dahinter steckt etwas. Und schiff auch hier davon. Jetzt fort, denn das Schiff geht bald nach 5 Minuten Aufenthalt. Zum Wohl, so. Da bin ich aber perplex. Du entführst also meine Helena. Ich sage dir, diesen Raub werden die Trojaner noch bereuen. Verlass dich drauf. Der trojanische Krieg findet doch statt. Lenchen, so wahr ich hier stehe, ich hole dich heim ins Reich. Das war nichts, was man braucht, ist im Völkerrecht nicht wahr. Das war nichts, was man braucht, ist im Völkerrecht nicht wahr. Wir müssen den Zug und Rollen nicht empfehlen. Das wird verhandelt, wo wir gerade erzählen. Die Odyssee kommt hinterher. Und wer's nicht braucht, ist die, wo wir in die Odyssee kommt hinterher.
Gute Nacht, ihr Leute. Das Stück, das Sie hörten, spielte vor mehr als 3000 Jahren. Drum ist es antik. Die Kleider waren anders, doch ändert die Zeit nur das Äußere der Menschen und nie ihr Geschick. Wie Helena einst Menelaus betrogen, wird mancher von euch an der Nase gezogen. Wie's Paris, der strahlende Jüngling, getrieben, so treiben's heute noch viele von euch. Wir hoffen, ihr saßet in Scharen zu lauschen, was einst sich in Sparta historisch ereignet. Zu jeglicher Untat laut Wehe zu schreien, zu jedem Skandal die Entrüstung zu heucheln, war euer Ressort als klassischer Chor.